So Leute, da sind wir wieder. Ihr seht, unsere Pokémon sind geheilt. Ich habe mal ein wenig nachgeschaut. Unser Felino wird sich auf dem nächsten Level entwickeln. Das ist sehr schön. Ja, ansonsten passiert nicht mehr viel. Warti auf 30. Flame dann auf Level 34. Das ist mir jetzt gerade entfallen. Ultrigaria werden wir bis mindestens 37 ein Ultrigaria lassen, weil es ansonsten als Sazen ja nichts mehr erlernt und wir wollen definitiv das Rasierblatt auf 37 noch mitnehmen. Ja, unsere Teamaufstellung ist jetzt nicht gerade die lernfreudigste. Sollen wir mal gucken, was wir vielleicht noch austauschen oder so. Bei Mrs. Leaf habe ich gar nicht geguckt, was sie lernt, weil ich nur geguckt habe, wer sich wann entwickelt. Ein neuer Versuch in der Arena von Anemonia City. Battle-Adam. Ein Pokémon könnte das vielleicht bewegen. Möchtest du Stärke einsetzen? Ja, Mrs. Leaf setzt Stärke ein. Mrs. Leaf kann Felsen bewegen. Classic. Dieses Rätsel. Badadadada. Gegen die Wut meiner Fäuste können deine Pokémon nichts ausrichten. Moment, du greifst mit deinen Fäusten an, solltest du nicht mit den Fäusten deiner Pokémon angreifen. Schwarzgurt Tim schickt Menki in den Kampf. Jetzt kommen die Schwächeren, ne? Schon klar. Schnabel. Ich schnabbel dich weg. Sehr schön. Diese Attacke ist sehr effektiv. Damit wir wahrscheinlich noch einen Menki und noch einen Rasaf haben, würde ich einfach mal behaupten. Setz Rasaf ein. Nein, ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Mitnichten. 25 gegen 25. Rasaf hat es überlebt. Es setzt den Karateschlag ein. Das ist ein Volltreffer. Wenn er danach aber nur noch einen Menki hätte, dann wäre das echt cool. Ich möchte jetzt nicht wechseln. Mensch! Drück doch mal die richtige Taste. Bam, 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 bam. So, das könnte noch ein Level Up sein. Mit etwas Glück. Ja, sehr schön. Hab sie erreicht, Level 27, 26. Ich habe sie versucht, Verfolgung zu erlernen. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja. Welche Attacke soll vergessen werden? Der Heuler. Ich meine, Verfolgung ist eigentlich gegen CPU-Gegner eine total sinnlose Attacke, weil die sowieso nie in der Generation die Pokémon tauschen. Ja, reicht sogar. 47, genau. Aber na gut, wir versuchen. Du hast es also bis hierher geschafft. Lass dir gesagt sein, dass ich ein harter Brocken bin. Meine Pokémon werden dich in Grund und Boden rammen. Pass auf. Hartwig. Bam. Da, jetzt hast du dich erschreckt. Wie, es hat nichts mit Pokémon zu tun, das ist wahr. Komm her, lass uns kämpfen. Kämpfen. Ja, hat er den Stein zertrümmert, ne? Hartweg. You're really hard, bro. Rasaf. Und, ach, der hat, glaube ich, einen Quappo. Ach, nee. Naja, gut, gegen Quappo kann ich zur Not noch meinen Vati einsetzen. Schnabel. What? Das nenne ich mal einen kritischen Treffer. Wow. Da wäre aber mehr drin gewesen. Mensch, hab sie. Quappo ein. Nein, ich möchte das Pokémon erstmal nicht wechseln. Ich möchte nämlich gucken, Quappo, wie weit ich komme. Mit meinem Habitat, was erstaunlich schnell ist. Oh je. Die Attacke ist sehr effektiv. Es kann Willenslaser. Es zielt auf mich. Das heißt, es wird in der nächsten Runde ziemlich sicher treffen. Dass ich nochmal einen Volltreffer gebrauchen können. Wuchtschlag, au. Das sollte es für mich gewesen sein? Nee? Okay, aber es verwirrt mich. Es verwirrt mich auch, dass er mich nicht fertig gemacht hat. Also, ich hau jetzt Vati rein.
Keines unserer Pokémon ist stark genug. Autsch. Das musste nicht sein. Durch eine Donnerwelle. Ah, es ist schneller, es ist schneller. Ich krieg's nicht. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Los, Flame. Glute es zu Tode. Es ist ein Wasser-Pokémon. Was mach ich denn? Ah, ich bin doch blöd. Was ist denn los mit mir heute? Los, Ultrigaria. Du musst es jetzt ruppen. Da geht nichts dran vorbei. Rankenhiebe es. Wuchtschlag. Es geht daneben. Sehr schön. Ach. Die Attacke ist sehr effektiv, aber das bringt mir nichts. Ich hätte es Stachel sparen sollen. Oder schlafpudern, so wie er mich jetzt geschlafpudert hat. Mehr oder minder. Ultrigaria schläft tief. Wuchtschlag. Tschüss, Ultrigaria. Oder auch nicht. Nicht sehr effektiv. Ach ja, da war ja was. Kampf gegen Gift ist ja nicht so sehr. Jetzt. So, dann haben wir den Hypertrank jetzt rein. Ich weiß, dass ich einen Hypertrank habe da. Weil 50 reicht nicht. Wir brauchen es komplett. So, hab sie. Du bist nämlich schneller. Surfer, really? Das sollte nicht reichen. Was? Es reicht? Wie es einfach mal gereicht hat, gegen ein Pflanzen-Pokémon Surfer einzusetzen? Okay, hab sie. Now it's on to you. Make it fertig. Yes, sir. 1782 Erfahrungspunkte. Hartwig wurde wieder mal besiegt. Ja, yeah, leider Hartwig, der wurde von uns besiegt. Warum ich habe verloren, was soll das? Wie wär's damit? Du bist ein Faustordenswürdig. 3000 schickt einen Teil nach Hause. Silver hält den Faustorden. Ihr kennt das ganz kurz. Keine Musik. Yay, guck mal da, der Faustorden. Ich hasse es, dass ich hier keine Animation habe, aber dafür kann ich nichts. Durch den Faustorden gehorchen dir alle Pokémon bis Level 70. Das gilt auch für Getauschte. Außerdem können deine Pokémon Fliegen auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Hier, nimm auch dies. TM01. Ist das ein Mega-Hieb? Wuchtschlag, okay. Trifft zwar nicht immer, aber wenn er es tut, verwirrt er den Gegner. Ja, okay. Unser Hapsi wurde aufgelevelt. Wir gehen jetzt noch hier in der Stadt ein bisschen rumquatschen, weil ich habe in Erinnerung, dass wir hier noch zwei wichtige Sachen bekommen. Einmal die Medizin. Medizin. Könnte man so sagen. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Übrigens habe ich auch geguckt und Morlord erlernt lange Zeit nichts Vernünftiges. So, Hapsi ist auch Level 27, das heißt, du kommst auch erstmal ein bisschen weiter runter. Wir tauschen erstmal Felino. Hoch. 500 Jahre voller Tradition, Apotheke von Anemonia. Gerne erwarten wir Ihre medizinischen Fragen. Okay, ich hätte da mal eine Frage, gell? Deine Pokémon scheint es gut zu gehen. Betrügt dich etwas? Dem Pokémon vom Leuchtturm geht es nicht gut? Ich hab's. Das sollte das Problem lösen. Silver hält Geheimtrank. Silver steckt Geheimtrank in Basis-Item-Tasche. Mein Geheimtrank ist sehr stark. Ich biete ihn nur in Notfällen an. Okay, sehr schön. Du hast das Meer überquert, um hierher zu kommen. Das war sicher nicht einfach. Es wäre viel einfacher, wenn deine Pokémon Fliegen einsetzen könnten. Das ist der Orden der Arena von Anemonia City. Dann soll dir diese VM gehören. Silver hält VM 02. Ja, VM 02 enthält Fliegen. Bring dein Pokémon Fliegen bei. Du kannst dann sofort in jede Stadt fliegen, die du bereits besucht hast. Mein Mann hat gegen dich verloren, also muss er härter trainieren. Das ist auch gut so, er hat in letzter Zeit etwas Speck an mir sitzt.
Ah, du bist Hartwigs Mann, Frau. Ja, Hartwig ist dein Mann. Ich bin schockiert. Ein Junge in deinem Alter mit stechenden Augen und langen Haaren kam hier rein. Er hat mich gezwungen, ihm meine preisgekrönten Pokémon zu geben. Ich habe zwar noch eins übrig, aber das, was soll ich tun, wenn er zurückkommt? Du siehst stark aus. Würdest du auf meinen Pokémon aufpassen? Ja, du hast keinen Platz mehr in deinem Team. Okay. Bekommen wir da Pokémon? Ah. I knopf what we get there. Ich möchte das jetzt haben. Sie muss sich ein anderes Pokémon ablegen. Pokémon ablegen. Muggelbaum. Du darfst erstmal abgelegt werden. So, das kennen wir ja. Schockiert. Pokémon in deinem Alter. Stechen Augen, lange Haare. Umgezwungen. Kreisgerinnt Pokémon. Ich habe zwar noch eins übrig. Bla bla bla. Wenn er zurückkommt. Du siehst stark aus. Aufpassen. Ja. Oh, ich danke dir. Bitte pass gut darauf auf. Silver hält ein Pokémon. Natürlich verrate ich euch jetzt nicht, was es ist. Du kommst von Oliviana City. Hast du auf dem Weg hierher die vier Inseln? Ja, das kennen wir schon. Nein, also ich will ja mal nicht so sein. Ich zeige euch natürlich, welches Pokémon wir bekommen haben. Ein Modri. Das Item nehmen wir ihm weg. Beere. Achso. Ah, die kann man noch gebrauchen. Status. Ein Potrot. Wir haben ein Potrot Level 15 bekommen. Umklammerung, Panzerschutz, Wickel, Zugabe. Schaut euch das an, die Verteidigungswerte. Dieses Pokémon hat auf Level 15, ja, höhere Verteidigungswerte als unsere Pokémon auf Level 27 haben. Also generell. Also verteidigungsmäßig ist Potrot einfach der Burner. Allerdings offensiv nicht so gut. KP, ja, gehen so, ne? 35 auch. 12 Angriff, 9 Spezialangriff, 9 Initiative, aber Potrot hält echt viel aus. Käfergestein auch. Aber wir werden trotzdem erstmal unsere Mrs. Leaf zurückholen. Na, die Computer sind ja noch langsam, die laufen noch auf Windows 98. Modri ablegen. Die Beere ist ganz gut. Die kann man nämlich gleich den Miltank geben. Paris, Paris, Paris. Wie wir zwei Paris haben. Achso, das eine ist von der... Oder? Ja, das eine ist von dem Käferturnier. Muggelbaum! So. Jetzt bringen wir einem unserer Pokémon Fliegen bei. Und fliegen dann... Tja, nicht zurück nach Oliviana City erstmal. Hab sie lernen fliegen. Ja, soll eine andere Attacke zugunsten von Fliegen vergessen werden? Ja, welche Attacke soll vergessen werden? Der Silberblick. Ist jetzt Silberblick vergessen und hab sie lernen fliegen. Als allererstes fliegen wir nach Dukatia City. Das war jetzt unnötig. Doch, das ist nicht schlimm. Wir gucken hier nach. Bist du wegen der Glückszahl-Show hier? Soll ich die ID-Nummern deiner Pokémon überprüfen? Wenn du Glück hast, gewinnst du einen Preis. Die ID-Nummer dieser Woche lautet 040841. Also wir haben mit 0 am Anfang und wir haben 1 am Ende. Wenn ihr jetzt sagt, wir haben keins, das übereinstimmt, keine Ziffer, dann wäre das komisch. Leider stimmt keine deiner Ziffern überein. Was ist eigentlich sein Problem? Guck doch mal. Hapsi hat... Da... eine 1 am Ende und eine 0 haben wir alle am Anfang. Anscheinend müssen mindestens 2 Ziffern übereinstimmen. Also 2 zusammenhängende Ziffern. Können wir da jetzt eigentlich schon hoch? Ich glaube nein, oder? Nee. Schade.
Wäre nämlich auch schön. Und wir haben jetzt noch ein neues Pokémon mit Zahlen. Deswegen ist es auch ganz gut, hier die Pokémon zu tauschen. Ja, ich wollte da eigentlich jetzt gehofft, dass das klappt. Azalea City. Wir hatten ihm damals eine Aprikoko Weiß gegeben, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und zwar noch keine grüne Aprikoko. Das ist ein Obstbaum. Hey, das ist ein Aprikoko. So. Kurt. Ah, Silver, ich bin gerade fertig geworden. Hier hast du den Ball. Ja, wir warten hier seit Jahren auf den Ball. Den Turboball können wir auf jeden Fall mal gebrauchen. Er ist großartig geworden. Versuche ein Pokémon damit zu fangen. Ja, das wollte ich holen. Dann. Also wir machen jetzt einfach mal ein bisschen Rundflug. Nach Teak City. Teak City Live. Fast. Weil nämlich, wenn wir das abgegeben haben, steht uns dann der nächste Arena-Kampf bevor. Und deswegen gehen wir erstmal hier lang. Die See ist ruhig. Möchtest du Surfer einsetzen? Filion setzt Surfer ein. Bam, 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 badam, bam, bam. Golini, Golini, Golini. Los, Filino, 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 Filino. Was? Na egal. Slam, ist jetzt Schnabel ein. Nein, das schnabelt mich. Slam trifft nicht, deswegen werden wir jetzt einfach fliehen. Weil Wasser-Pokémon gegen Wasser-Pokémon ist jetzt nicht so cool. Der Zerschneider kann hier eingesetzt. Ich habe kein Zerschneider-Pokémon mit. Das kann ja wohl nicht Warzenschwein. Zerschneider ein Pokémon beibringen? Ja, Ultrigaria kann... Ah, endlich mal eine vernünftige Attacke für Ultrigaria noch dazu. Das wäre natürlich gar nicht mal so blöd. Ja, da du eh nicht viel erlernst, ja. Und zwar. Denke ich, das Schlafpuder. Die Stachelspore bringt uns mehr, weil die. Die anderen beiden, die hören halt nicht auf. So, du kannst den Zerschneider hier einsetzen. Möchtest du den Zerschneider einsetzen? Ja, Ultrigaria setzt den Zerschneider ein. Der Zerschneider. Das ist ein Obstbaum. Hey, das ist ein Aprikot. Ja, und das ist das, was ich meinte. Es gibt diese Bären, gibt es hier, diese Aprikokos gibt es hier überall nur einmal, verdammt. Wir unbedingt eine Aprikoko grün haben. Was kann man wegschmeißen? Die braucht man nicht. Müll. Müll. Minzbeere ist ganz nützlich. Beere. Weiße Aprikoko. Pinke Aprikoko. Ich weiß nicht, was die macht. So. Auf jeden Fall werde ich einfach mal offscreen, da wir ja... Also heute haben wir Sonntag, also in der Aufnahme. Ihr seht das Mittwoch. Und das heißt theoretisch, heute werden wir neue Folgen aufnehmen, wenn Morphus dann kann. Und bis dahin werde ich einfach mal gucken, dass ich jeden Tag hierher gehe, nur ganz kurz mir eine Beere hole und dann wieder an den Ort zurückkehre, wo ich war, um einfach mehrere Aprikoko Grimm zu haben, weil ich unbedingt ein X-Bad möchte und ein X-Bad sonst sehr lange dauert. So, wir gehen noch nach Oliviana City und stellen uns noch in den Leuchtturm und tun so, als ob nie was gewesen wäre und sagen Morphus einfach, ich habe gar nicht weitergemacht. Ich war es nicht. Ich bin's nicht gewesen. Lauf, 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 lauf. Waren wir hier? Hier waren wir vorbei, genau. Bei dem waren wir vorbei. Ja, bei dem auch. Ja, hier waren wir irgendwie. Ja, dann würde ich sagen, dann hören wir hier auch wieder auf. Und sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Hoffentlich dann wieder mit Morphus. Das wird sich zeigen, wie er denn kann. Bis dahin und tschüss.